Ich grüße euch zu einer neuen Ausgabe von Schoki Wanuki Daily, eurer Tagesdosis Angeberwissen. Sascha. Christian. Beim Wort Angeber muss ich mal an dich denken. Ja. Schön. Heute haben wir den 22. August und heute haben wir wieder ein... berühmtes Geburtstagskind. Und das Geburtstagskind, das kennt vielleicht nicht mehr jeder so, aber es war ein berühmter Tennisspieler aus Schweden. Björn Borg. Nein, nicht ganz so berühmt wie Björn Borg, aber zu Boris Becker-Zeiten war er recht beliebt. War nicht Stefan Edberg. Ja, jetzt guckst du hier auf den Bildschirm. Ja, der hat alle Grand Slam... Jetzt, wo ich es gelesen habe, weiß ich es. Alle Grand Slam-Turniere hat er gewinnen können, außer Wimbledon. Mhm. Und war auch Platz 1 der Weltrangliste. Und ist am 22. August 1964 in... Växjö in Schweden geboren, ja, genau. Mats Wilander, der Tennis-Recke, also, aber irgendwie, der blieb mir nie so im Gedächtnis haften, dass er irgendwie... Bei schwedischen Tennisspieler sagt jeder Björn Borg. Oder Stefan Edberg. Oder Stefan Edberg, stimmt, ja. Aber, ja, ansonsten... Mats Wilander, jetzt, ja, man kennt den Namen. Aber der war Nummer 1, ja. 22. August 1950 das sagst aber schön. Wurde das Technische Hilfswerk gegründet. THW. THW. Das Technische Hilfswerk THW wurde gegründet und hilft seitdem Menschen in Not. Weltweit. Wo die wohl waren. Ne? Werden wirklich irgendwie da, andere Kontinente werden sie gerufen. Ne? Das deutsche Technische Hilfswerk ist ja sehr, sehr beliebt. Richtig. Sehr gut ausgestattet. Ja. Am 22. August heute ist aber auch Tag der Fische. Nicht des Sternzeichens, sondern der Tiere. Also zum Schutz aller Fischarten. Mhm. Also wenn du heute Fisch isst, ist doof. wenn es heute irgendwie Fisch gibt. Ich bin gerade am überlegen, was ich heute gegessen habe. Ja, Fisch nicht, ne? Nee, Fisch war es nicht. Nee, Fisch, also wenn du heute bitte keinen Fisch auf dem Teller, das ist doof. Auch kein Thunfisch oder Delfin. Wir hatten vorhin schon mir letzte Woche gesagt, wenn die Delfine so schlau sind, warum schwimmen die dann in das Treibnetz rein? Ja, genau, so schlau können die gar nicht sein. Ja. Genau. Heute, 22. August, Aktionstag, Tag der Fische. Ja. Also bitte an die Fische denken. Genau, mehr Fleisch essen. Gemüse. Ja. Obst. Oder einfach nur Schokolade. Schokolade und Chips. Wer heute zum Abendessen Schokolade und Chips isst, der tut ist was Gutes. Ist vollkommen okay, das ist für die Fische. Genau, für die Fische. Ja. Der tut auch was keine hier diese Cracker in Fischform. Ist heute nicht. Nee, Fischli. Fischli, ja, kannst du vergessen. Keine Fischli. Wenn es Cracker in Fischli gibt, dann direkt ausspeien. Das bringt nichts. Ja, genau. Was haben wir noch am 22. August? Eigentlich nichts mehr. Das war's. Ja, wir haben am 22. August fertig. Ja. Ja, wir sehen uns morgen wieder am 23. August. August. Ich freue mich schon drauf. Ich nehme die Hand jetzt weg. Ich auch. Cheerio, Sophie. Ciao.